Hockey und ich haben Bingo in Infinite Craft gespielt. Falls ihr das Spiel nicht kennt, man hat hier Wörter vorgegeben und kann diese kombinieren, um neue Wörter zu bekommen, die man dann wieder kombinieren kann, um neue Wörter zu bekommen. Man checkt es relativ schnell, wenn man es sieht. Wir haben nun also ein 3x3 Bingo Board mit random Wörtern gefüllt und wer es als erstes schafft, diese Wörter zu erknobeln, hat gewonnen. Also wie viel Felder hat so ein Bingo? Ich würde sagen, 3x3 ist stark. Ich glaube, sonst wäre es zu schwer. Aber 3x3 ist ja gar nicht. Aber bei Infinite Craft ist schwer. Lass uns Smurf nehmen als Wort. So, oder? Bei so Online-Spielen Smurf oder? Schlumpf, ja. Ach so, nein. Ach so, heißt Smurf Schlumpf? Ja, Smurf heißt Schlumpf auf Englisch. Digga, ja, Smurf, ich kenn's halt nur, wenn man irgendwie ein Online-Game spielt und man Smurft. Nein. Oh mein Smurf Gott, daher kommt das Wort. Wollen wir Hockey nehmen, den Sport? Ja, okay. Wollen wir zur Ehre von Akira Dragon Ball irgendwie reinmachen? Boah, das habe ich mir sogar auch überlegt. Real Talk, ich dachte mir sogar vorhin. Sollen wir Michael Jackson machen? Ja. Oh, Carbonara ist geil. Er will einen 24-Stunden-Stream machen. Hä, Carbonara? Das ist so schwer, Carbonara. Nein, du musst nur auf Essen kommen, Nudeln, dann hast du es doch schon. Okay, wie würdest du von Nudeln auf Carbonara kommen? Ich hole mir den Begriff Schwein und mache aus Schwein Speck und dann Speck und Nudeln und ich glaube, dann habe ich Carbonara sogar schon. Ich würde Dinosaur machen. Dinosaur wird super einfach sein, aber können wir reinmachen, ja. Niemand von uns wird Dinosaur. Bro, es gibt nichts Einfaches als Dinosaur. Du gehst von Erde über Fossilien, dann hast du es eigentlich schon. Also wie willst du auf Fossilien kommen? Earth ist der erste, gehört zu den vier ersten Begriffen, die wir haben. Und über Earth kommst du so easy zu Fossilien. Okay, wollen wir T-Rex sagen? Ja. Brokkoli? Nein, es muss doch ein Gericht sein, oder? Okay, Brokkoli. So was wie Lasagne oder so. Oh, Lasagne ist stark. Bist du ready? Ja, good luck. Was ist das Einfachste? Was ist eurer Meinung nach das Einfachste? Er besteht ja auf seinen Dinosaur. Ich glaube nicht, dass es so easy ist. Doch, ich gehe aber schnell auf Dino, weil Hockey so am Labern war. Earth, Mountain. Wie soll man von Mountain auf Fossilien kommen? Er sagt, es ist so easy, auf Fossilien zu kommen. Volcano, Lava, Stone. Okay, von Stone so ein bisschen auf Fossilien. Rock. Atlantis ist untergegangen. Atlantis und Rock. Atlantis und Earth. Es ist so unter der Erde. Versteht ihr, was ich meine? Nee, Erde, Sand. Egypt. Ocean. Fisch. Vielleicht kommen wir über Lebewesen allgemein. Fishbowl. Vielleicht Fisch und Rock. Fossil! Tatsächlich! Ich brauche nur Fossil, die Fisch. Shark. Ich würde sagen, das ist okay. Ich habe Dino. So, jetzt war ich doch T-Rex. T-Rex. Oh, du hast recht, Hockey. Dino war echt easy. Ich habe T-Rex. Wie hast du es gemacht? Hä? Tja, doch nicht so leicht, oder was? Wie hast du es gemacht? Wie kamst du auf Dino? Ich habe über Fisch. Ich habe Water, bis Fisch kommt. Und Fisch und Stein zusammen ergibt Fossil. Das ist gemein. Das ist mein Begriff gewesen. Was ist das nächstschlauere? Hockey ist, glaube ich, schwer. Smurf ist schwer. Ich glaube echt Dragon Ball. Auch heute ist Akira Toriyamas Tag. Deswegen, ich werde ihm zu Ehre jetzt schnell Dragon Ball machen. Japan ist eine Insel mit Mountains. Also Mountain Range und Island. Hawaii, okay. Damn. Ich mache erstmal Dragon Ball mit Japan, dann Fisch und Japan ist doch Safe Looper direkt. So ein bisschen Sushi wäre krass. Ja, oh mein Gott, Sushi Island. Ja, okay. Jetzt brauchen wir irgendwie Manga. Pokémon ist ja übel stark schon mal. Pikachu. Samurai. Das hat auch nicht wirklich was mit Dragon Ball zu tun. Katana. Denk nach. Pyramiden. Oh, Rocks. Rocks sind rund, so wie Dragon Balls. Gib mir wirklich so Buch. So Papierbuch und sowas. Dust. Ash. Puddle. Pond. Forest. Ich muss diesen Forest absägen und zu Papier verarbeiten. Soll ich mal eins rauspicken oder soll ich alles Mögliche versuchen? Erstmal einfach an eins machen, oder? Vielleicht Love und Rainbow. Rot? Nein, okay. Oh mein Gott! Ich hab Frost! Okay, wir kommen zu Dingen. Wir kommen zu Eis. Ist gut für Hockey. Wir machen jetzt den Begriff Hockey. Amerika? Kanada. Kanada Eis? Hockey! Ich hab Hockey. Sean, mein Bester. Schau mal auf unser Bingo-Feld. Oh, er hat Hockey. Gott sei Dank war es nicht das Wort, das ich gerade suche. Was suchst du gerade? Aber das sag ich dir nicht. Doch, sag mal schnell. International Women's Day suche ich. Oh Gott. Grad. Mega kompliziert, glaube ich. Ich glaube dir das. Bis gleich. Okay. Idiot macht jetzt International Women's Day. Pencil? Manga! Oh, let's go. Das ist stark. Manga und Japan. Dragon Ball. Anime? Komm schon. Anime? Otaku? Na, das brauche ich jetzt nicht. Okay, Anime und Japan und Affe.
Monkey D. Luffy. Ja, leider der falsche Manga. Anime, Dinosaur, weil in Dragon Ball gibt's auch so ein paar Dinos. Wir kommen jetzt auf Dragon Ball Rock. Naruto, buchstäblich jeden außer Dragon Ball. Kann man irgendwie auf von Pokémon Glurak irgendwie auf Dragon kommen? Ja, hier sind einfach random ass. Ah! Ah! Dragon? Ja! Okay, okay, dann machen wir jetzt Dragon Ball. Wir haben schon mal Kontinent, jetzt brauchen wir irgendwie Asien oder so und dann kommen wir easy zu Ding. Chef Meister, ich hab Dragon Ball. Oh, ich wollte gerade Dragon Ball, Ach nee. Hey, du hast doch gar nicht nach Dragon Ball gesucht. Ich glaube, du wurdest bamboozelt. Nein, du hast Internationals nicht versucht? Nein, Mann. Du bist der schlimmste Mensch. Ey, warum bist du so komisch in Führung gerade? Das nervt irgendwie. Ich mag das nicht. Ich werde die Führung nun ausbreiten mit International Women's Day. Nein, International Women's Day ist, finde ich, der schlimmste Begriff. Ich glaube, Blooper legit, weil wir haben schon Japan. Und Pokémon. Wir brauchen Nintendo. Sandai Kitetsu? Was ergibt Dragon Ball und Naruto zusammen? Goku und Naruto? Vegeta. Ich hab nur so richtig komische. Guck mal, alles ist voller Pokémon jetzt. Super Hero wäre jetzt krass. Super Hero! Oh, wow, 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 wow. Super Hero? Jetzt auf Fantastic Four. Okay, warte, Fantastic Four, was können die nochmal? Die können sich so unsichtbar machen. Der eine kann sich so strecken. Feuer! Feuer! Kann da. Warte. Feuer. Menschliche Fackel. Human Torch! Das ist der doch von Fantastic Four. Vielleicht auch, warte. Human? Ist das jetzt. Human und Superhero? Ist das Superhuman? Nee, Superman. Weil Superman ist auch, glaube ich, nicht. Schlecht für Super Mario und für Blooper. Avengers Comic. Marvel. Avengers and Human Torch. The Human Torch. The Fantastic Four! Let's go! Oh Gott, das war so ein kranker Triple-Umweg. Yo, Hockey. Okay, du hast dieses Spiel sicher schon tausendmal gespielt, oder? Weil du bist so viel besser gerade als ich. Oder dein Chat sagt halt alles vor, weil die alles schon herausgefunden haben. Tatsächlich nicht. Tatsächlich würde ich mir Fantastic Four auf meine Fahne schreiben. Aber warum bist du so gut gerade? Ich versteh's nicht. Ich versuche gerade seit tausend Jahren einen Begriff zu finden und ich komme einfach nicht in die Richtung. Ja, das ist richtig schlimm. Aber für dich ja offensichtlich nicht. Also du hast drei Begriffe. Ja gut, nach einer Stunde oder so. Okay, soll ich aus Fairness jetzt, weil ich glaube, das ist das Schwerste. Soll ich wirklich International Women's Day machen? Ja. Ja, okay, ich mach. Aber ich glaube, es war ein Fehler. Weil wie soll man jetzt International Women's Day bekommen? Irgendwas mit Herz und Liebe und Valentine. Da muss doch irgendwie so Marriage. Marriage and Adult. Wedding. Divorce. Hate. Broken. Scheiße. Was ist das hier gerade für eine Ansammlung? Ist das etwa der Lauf des Lebens? Ja, Wife, aber halt Woman. Ich brauche wirklich Frau als Wort. Daughter, aber Daughter würde mir auch nichts bringen. Weil ich habe schon an sich 1000 Frauen hier. Aber ich brauche halt wirklich Frau einfach. Ein Teenager. Wirklich einfach Girl. Wäre auch statt. Drama. Tragedy, was für ein Fick. Single Mother, Bro, gib mir einfach Frau. Und ich glaube, wir sind ja noch nicht im schwierigen Part. Auf Date zu kommen und so ist doch echt das Schwerste. Soll ich erstmal Date versuchen? Vielleicht haben wir ja neue Begriffe, die wir für Frau usen können. Sun, okay, Sun ist stark. So, und jetzt brauchen wir irgendwie Nacht. Sunflower, ne? Aus Star bekommen wir doch safe Mond raus. Sunset, Sunrise, Day! Wir haben Day! Bro, als ob wir jetzt wirklich Day for a Woman rausbekommen haben. Jetzt bin ich wieder nah an Michael Jackson gerade dran, merke ich. Aber ich glaube, mit Moon kommt man nicht ganz so easy zum Moonwalk. Ja, mir fehlt halt Sänger nach wie vor. Mir fehlt halt einfach Sänger. Ich weiß nicht, wie ich Moonwalk mache. Warum kommt bei King nicht, warum kommt bei King und Music Rock? Rock und Rock vielleicht irgendwie. Vielleicht komme ich da auf andere. Ach, jetzt kommen halt Steine. Okay, vielleicht mache ich mal den King of Rock. Vielleicht mache ich Elvis einfach mal. Dann nehmen wir den anderen King. Dance und Moon? Nein. Es kann doch nicht sein. Als ob Dance und Moon nicht Moonwalk ist. Party, Disco, Dance. Okay, Dance. Jetzt vielleicht King und Song. Vielleicht kommt er dann Disco und King. Elvis. Oh. Kommen wir von Elvis irgendwie auf Michael Jackson. Vielleicht jetzt Moon Dance und King oder Song oder so. Michael, hab ihn. Mein Freund und Kupferstecher. So siehe auf das Bingo-Feld. Oh, scheiße, er hat Michael. Der King ist tot, Michael Jackson. Ich habe ihn, Junge. Scheiße, nein. Zitterst du? Junge, Woman's Day ist so schwer. Ja, muss aber weitermachen. Fairness. Ja, jetzt bin ich auch zu deep drin. Wenn du Eier hast, suchst du jetzt nach International Woman's Day. Was? Nö, ich suche jetzt nach Lasagne. Gibt es International Woman's Day überhaupt? Das suche ich gerade, Mann. Aber weißt du, ob es das gibt? Weil sonst suchen wir jetzt eine Stunde lang vergeblich. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber eventuell werde ich es nun herausfinden, Mann. Ey, mit Mario können wir doch irgendwie Ding machen, oder? Mit Mario können wir doch safe irgendwie Blooper machen. Wir müssen Tintenfisch bekommen. Dann haben wir easy Blooper. Tintenfisch und Mario ist hundertprozentig Blooper. Haben wir noch andere so fischartige Begriffe? Wir haben noch Sushi, glaube ich, und das war's, oder? Ich glaube, wenn wir Tintenfisch haben und das mit Mario kombinieren, haben wir es. Wir probieren mal Kraken und Mario direkt, aber ich glaube, es geht nicht.
Squid. Wir haben Squid und Mario, aber da kommt nicht Blooper raus. Das kann doch nicht sein. Ich hab's! Ich hab's! Warte, was? Aber wie hab ich's bekommen? Warte, wie hab ich's gerade bekommen? Was hab ich gemacht? Ach, Mario Sunshine und Fisch. Wirklich? Gleichstand. Naja, egal. Ja, Blooper und Michael Jackson waren so easy. Ich hätte Blooper so krass schnell gefunden, weil ich hatte schon Japan und so. Wollen wir Lasagne? Ja, lass uns Lasagne betteln. Ich mach einfach random Food gerade zusammen. Warte, Salat und Cheese. Chef und Cheese. Pizza! Komm schon! Gib mir jetzt einfach nur noch Dings. Hey, warte, Grilled Cheese haben wir, ne? Italian Grilled Cheese. Ja, das ist halt scheiße, dass eine Pizza auch mit Käse so überbacken ist. Wir brauchen so Nudeln. Alles mit Italien gibt einfach Pizza. Night und Italy? Pizza. Natürlich, Bro. Gott verdammt. Ich habe Food schon, ich habe Food. Ah, auch endlich mal. Schon lange, Mensch, schon lange. Ich wollte nur nicht nur jetzt informieren, aber schon ewig habe ich Food. Und wie läuft es an deiner Front so? Bist du nah dran an Lasagne? Also, ich würde sagen, ich bin nah dran. Hast du Pizza? Ja. Bekommst du auch dauerhaft Pizza? Ja, ich bekomme bei allem Pizza. Egal, was ich kombiniere, immer Pizza. Ich habe gerade 7-mal Pizza auf dem Screen oder so. Bro, ich habe so oft Pizza. Ich habe auch schon alles, was mit Pizza zu tun hat, Pizza hat. Ich habe alles. Gibst du auf? Habe ich gewonnen? Nee. Ich habe noch ein paar Asse im Ärmel, sage ich mal. Versuch noch so schnell du kannst, alles zu erraten. Das dauert nicht mal lang, Mann. Okay, bis gleich. Leute, Hilfe. Ich habe keinen Plan. Bitte helft mir. Na, das ist irgendwas Simples. Ich mache mal Field mit Earth, Farm, Korn schon wieder. Vielleicht Seeds. Ja, halt echt! Warte, wie macht man jetzt überhaupt Brot und sowas? Water? Nein, nicht Bier. Wheat und Italy. Auf Races bis Nudeln. Ja, halt wirklich, Peak Races! Gott, wir haben Pasta, Italy. Spaghetti, nein. Pasta und Käse. Macaroni, wir sind so kurz davor. Bin ja so kurz. Lasagne! Hockey? Nein. Du hast es nicht. Über Italien. Du hast echt über Italien geschafft? Ich habe es über Italien geschafft, weil ich habe Nudeln, ich habe Pasta und dann mit Cheese und so. Nudeln und Pasta hast du und dann? Dann Cheese und dann Burn, dann Lasagne. Und du hast wirklich einfach alle Zutaten von Lasagne zusammengehauen? Ja, ich habe einfach alles reingeworfen. Du hast wirklich Lasagne gekocht einfach. Eigentlich hätte ich es verdient. Ja gut, ich habe auf sportlich eine halbe Stunde Women's Day probiert. So. Lass sagen... Gleichstand. Nein, das ist lame. Okay, lass Gleichstand sagen und wir machen jetzt aber Schierstandpapier und der gewinnt. Okay. Also wir sagen 3, 2, 1 und bei Go zeigen wir es, oder? Okay, ja, okay. 3, 2, 1, Go! Nein! Hast du Papier? Ja, gewonnen, ich hab gewonnen. GG, Mann, du hast Wenn gewonnen. Wenn irgendjemand fragt, bin ich jetzt der Infelcraft-Meister. Ja, so heißt er. Tatsächlich. GG, ja. Du hast das Ganze hier gewonnen.